Die Elemente, Form, Farbe und Entstehungsprozess stehen zur Gestaltung zur Verfügung. Sie sind übereinandergelegt und es geben sich gemeinsame Bereiche, wobei die Grenzen fließend sind. Die ersten beiden Schnittmengen seien hier nur kurz erwähnt. Form und Farbe. In der gegenständlichen Malerei entsteht die Form erst überhaupt durch die Farbe. Ob bei den alten Meistern, beim Fotorealismus, Surrealismus oder Konstruktivismus. Die farbige Form steht im Vordergrund, der Entstehungsprozess selbst ist für den Betrachter nicht von Bedeutung. Form und Entstehungsprozess. Der Bereich reicht von plastischen Werken bis zur Fotokunst. Während die Pietà von Michelangelo im Petersdom reinste Form ist, wurde die Marienfigur am Stadtplatz Deckendorf farbig gefasst. Schwarz-Weiß-Fotografie verzichtet zugunsten der Form vollständig auf Farbe. Und jetzt zu dem Bereich, der für die informelle Malerei relevant ist. Farbe und Entstehungsprozess. Bei den Bildern von Fritzi Eid wird die Form vernachlässigt. Die Aussagekraft der Farbe und der Entstehungsprozess stehen absolut im Mittelpunkt. Sie sehen bei diesem Film, mit welcher Energie Fritzi Eid zu Werke geht. Man wird ihre Bilder eindeutig dem informell, französisch für formlos, zuordnen. Die Künstler des Informell lehnen sowohl geometrische Formen als auch abstrakte Darstellungen von realistischen Gegenständen und überhaupt jede Art von konzipierter, also durchdachter Darstellung ab. Statt des Tektonischen soll das Spontane und Unbewusste des Malvorgangs betont werden, wodurch die Emotion unmittelbaren Ausdruck erlangen soll. Der malerische Prozess wird im Informell dadurch fast so wichtig wie das fertige Kunstwerk. Zum Schluss ein Zitat. Informell ist innerhalb des 20. Jahrhunderts die Phase 2 der malerischen Abstraktion. Informell hat das Testament Kandinskis vollstreckt, ist jedoch nicht seine Epigone. Informell wurde zu seiner Metamorphose. So Eugen Thielmann, Leiter des Museums für moderne Kunst in Dortmund. Mit meinen Worten, das Informell knüpft an Kandinskis Malerei an, ist keine Nachahmung ohne eigene Idee, sondern eine komplexe Verwandlung.